Hallo, ich bin's wieder von dem Kanal Strom rein, Spaß raus. Ich bin schon seit Mai 2018 mit meinem Tesla über 100.000 Kilometer durch Europa gefahren. Guten Morgen, ich wollte euch heute mal diesen Tweet von Tesla Jonas UK zeigen. In diesem Tweet wird von Alternativrouten im Tesla Navi berichtet. Diese Informationen beziehen sich wiederum auf eine Webseite in China. Hier hat ein Tesla-Fahrer offensichtlich von seinem Navi ein Foto gemacht, worauf diese Alternativrouten zu erkennen sind. Es werden wohl drei Routen dargestellt. Zum einen die schnellste Route, also die Routenführung, die Tesla-Fahrer normalerweise schon kennen, wenn sie im Navi halt eine Route eingeben, sowie die kürzeste Route und eine Route mit dem geringsten Energiebedarf. Wenn man dann nichts weiter auswählt, wird automatisch die schnellste Route dann gewählt. Diese Alternativroutenfunktion wird wahrscheinlich zusammen mit diesen Zwischenzielen, also diesen Waypoints, eingeführt, also mit der Version 2021-40.5. Ich persönlich finde sogar diese Alternativrouten noch spannender als diese neuen Zwischenziele. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare unten rein. Ihr könnt euch auch mal meine vielen anderen Videos auf dem Kanal anschauen. Von dem 500 Kilometer Hypermiling oder meinem Roadtrip an die Costa Brava oder meine Erkenntnisse mit dem Anhänger hinten am Tesla Model 3 hinten dran oder weitere Tipps und Tricks für Elektroautofahrer. Übrigens würde ich mich total freuen, wenn ihr den Kanal unterstützt durch ein Abo und vielleicht sogar ein Like. Das wäre total super von euch. Danke!